wie sieht's aus? Ronja, warst du überhaupt einkaufen? Ja. Ja, da ist gar nichts drin. Das Einzige, was wir noch haben, ist ein Apfel und eine Banane. Und das ist beides meins. Wie, das ist beides deins? Also, ich war vor 2 Wochen einkaufen, aber das sollte doch reichen. Vor 2 Wochen? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel wir essen? Haben wir überhaupt noch Geld da? Warte, lass mich mal nachgucken. Ich glaube nämlich nicht. Hier hinten. Warte, unser geheimes Lager ist leer. Das geheime Lager ist leer? Wir haben kein Geld mehr? Wir haben überhaupt gar kein Geld mehr. Oh nein, wir sind pleite. Was sollen wir jetzt machen? Wir brauchen doch Essen. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe so einen Hunger. Du isst gerade einen Apfel. Unseren letzten möchte ich nur mal hinzufügen. Und unsere letzte Banane. Ich schaue es mal, wenn der Tür war. Vielleicht war es ja jemand, der uns Essen bringt. Lieferservice oder sowas. Ich wüsste zwar nicht warum, aber manchmal bestellen die das ja zur falschen Adresse. So, ich gucke mal runter. Hallo, ist hier wer? Nee, links, rechts, niemand. Oh, vielleicht haben wir einen Brief bekommen? Okay, lass uns mal schauen. Tatsache, da ist ein Brief drin. Wir suchen Nachwuchstalente. Bei Interesse melden. Gute Bezahlung. Von... der Verbrecherakademie? Easy? Yippie! Mein neues Handy ist endlich da! Super! Du hast dir ein Handy bestellt? Wo hast du das Geld dafür her? Ja. Und mein neues Tablet. Willst du es sehen? Willst du es auch mal halten? Ist das nicht cool? Easy, wir haben kein Geld, um uns Essen zu kaufen. Und du kaufst dir ein neues Handy und ein neues Tablet? Aber Ronja, komm schon. Ich meine, ich brauche doch manchmal auch was Schönes, okay? Okay. Also pass auf, wir haben einen Brief bekommen. Von der Verbrecherakademie. Und die suchen neue Leute. Vielleicht wäre das was für uns. Da stand sehr gute Bezahlung. Oh, Verbrecherakademie? Bist du sicher? Ja, ich meine, wie schlecht kann das laufen? Ich rufe da einfach mal an. Mal gucken, was sie so zu sagen haben. Hallo, hier ist Ronja. Haus Nummer 22. Wir haben heute ihren Brief bekommen von... Genau, die Verbrecherakademie. Easy und ich, wir wären beide nicht uninteressiert. Okay, wir sollen erstmal zeigen, was wir so drauf haben. Ein kleiner Diebstahl. Okay, ja, nee, kein Problem. Dann machen wir das. Danke, wiederhören. Und was haben Sie gesagt? Wir sollen den Lebensmittelmarkt ausrauben. Oh mein Gott, das ist ja super. Okay, lass das machen. Wo ist das? Wie cool. Super. Easy, uns kennt jeder in der Stadt. Ich hab Hunger. Aber jetzt los, Beeilung. Warte. Nein. Uns erkennt doch jeder. Lass uns wenigstens unauffällig anziehen, okay? Oh, du hast recht. Also, wir sehen halt beide aus wie wir. Okay, dann kurz einmal rein. Wir haben sicher irgendwelche Anziehsachen, die uns mehr wie Verbrecher aussehen lassen. Irgendwas Schwarzes, vielleicht eine Maske. Die Kostüme vom letzten Halloween oder sowas. Okay, oh mein Gott. Ja, perfekt. Ich geh die mal holen, die sind auf dem Dachboden. Bis gleich. Okay, sehr gut. Guck mal, ich habe den ganzen Krempel hier runtergebracht. Hier, da sind Sachen drin. Und ich glaube, hier sind auch noch ein paar Sachen drin. Ah, perfekt. Guck dir einfach raus, was du willst. Okay, ich glaube, hier drinnen sieht schon ganz gut aus. Oh, da das war noch von Halloween, die Deko. Ja, cool. So, ich weiß nicht, ob ich so unauffällig bin, aber ich habe diesen Sonnenhut gefunden. Der verdeckt ganz gut meine Haare. Ich habe diese... Maske und ansonsten einfach ein schwarzes Outfit. Easy, bist du fertig? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich bin fertig. Du? Wie findest du es? Oh mein Gott, du hast so eine Polizeikappe? Yeah, wie cool vom letzten Halloween. Warte, lass mal ein Selfie machen, okay? Komm her. Ja, warte. Sag tschüss. Tschüss. Oh, und Mann, dann auf zum Supermarkt. Das und muss ein bisschen... ich gleich an alle schicken. Warte, nein, dann sieht uns doch jeder. Oh, okay, verdammt, hast recht. Sorry. Okay, wir sind natürlich noch im Lernen. Okay, die Verbrecherakademie hat sich... Oh, warte mal, wir müssen unsere ganzen Sachen... Wir sind vor der Haustür, die geht gar nicht richtig zu. So, ich mach zu. Hast du eine Tasche dabei? Ich habe eine Tasche dabei. So, wo ist der Supermarkt? Da unten. Okay, ich weiß gar nicht... ich habe noch nicht so viel eingebrochen, aber das kann eigentlich nicht so schwer sein. Der Supermarkt ist um die Tageszeit auch eigentlich sehr schlecht bewacht. Es ist ja früh morgens. Das stimmt. Da hat halt auch noch keiner Lust, wirklich zu arbeiten. Da ist halt irgendeine Aushilfe da. Die hat doch auch keine Lust. Die macht wahrscheinlich Pause, sitzt an ihrem Handy. Vielleicht ist sie überhaupt nicht da. Aber das hier hinten. Hier müssen wir lang. Oh, ja, du hast recht. Ja. Da kennt vielleicht mal wieder jemand den Weg, nämlich nicht. Ich kenne den Weg. Ich bin nur nervös, weil ich noch nie irgendwo eingebrochen bin. Okay? Okay, checken wir das Ganze mal aus. Komm mal her. Okay. Also, sieht leer aus. Irgendwo. Ich glaube, die macht gerade Pause. Das Ding ist, um die Zeit kauft halt nie jemand ein. Von daher verstehe ich voll, dass die Pause macht. Okay.
Einer muss Schmiere stehen. Willst du die Sachen einsammeln? Ich gebe dir die Tasche okay. Und ich stehe Schmiere. Ja, ja, das klingt gut. Okay, danke schön. Dann packe ich einfach mal alles ein, was es hier so zu holen gibt. Ein bisschen Eis, ein paar Chips. Entschuldigung, Oma, Sie müssen weitergehen. Der Supermarkt hat gerade geschlossen. Pizza. Oh, sehr gut. Ja, ja, bin sie losgeworden. Alles gut, mach weiter. Schokolade? Ich räume einfach alles aus, oder? Was hier ist? So, zack, zack, ja, ja, mach, zack. Mach. Wenn sie nochmal wiederkommen, muss ich ihnen was überbraten mit dem eigenen Krückstock. Oh Gott. Das ist richtig stressig. Cola. So, und ich glaube... Ach, Obst brauchen wir erstmal nicht. Ich habe keinen Platz mehr in der Tasche. Okay, ich bin fertig. Schnell nach Hause. Hast du alles? Ja, okay, ich hab alles, was wir brauchen. Okay, ich habe einen Haufen Essen und ich habe jetzt keine Waffeln oder sowas gefunden. Was, keine Waffeln? Keine Waffeln. Nee, die waren irgendwie aus. Nein, aber ich mag Waffeln. Ich auch. Ich will jetzt noch woanders einbrechen. Vielleicht später. Lass uns erstmal unseren Kram nach Hause bringen, nicht, dass uns jemand sieht. Bisschen Angst. Haben die Überwachungskameras im Supermarkt? Ja, aber man erkennt uns doch nicht, Ronja. Das ist wie das wir sind ja verkleidet, da hat ja jemand mitgedacht. So, dann schnell nach Hause. Alles wegräumen und so, sieht eigentlich ganz gut aus. Warte, ich räume das gerade ein. Gut verwischt. Ja. Zack. In den Kühlschrank. So, sieht doch gut aus. Oh, endlich wieder ein voller Kühlschrank. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Oh, warte, mein Handy klingelt. Hallo, hier ist Ronja. Oh mein Gott, das ist die Verbrecherakademie Easy. Die rufen an, die haben uns beobachtet. Wir haben einen guten Job geleistet wohl. Dankeschön. Und wir sollen die nächste Aufgabe machen. Und zwar sollen wir jetzt zur Bank und die überfallen. Okay. Alles klar. Ja, nee, kein Problem. Kriegen wir hin. Das machen wir. Und dann... Oh, okay, der hat einfach aufgelegt. Der meldet sich dann wieder vielleicht. Oder weiß ich nicht. Oh Mann. Unser erster Bankraub. Das wird spannend. Ich google mal kurz, wie das geht. Okay, ja, gute Idee. Weißt du, wie man so einen Tresor knackt? Haben wir Sprengstoff? Nee. Ach, doch, vielleicht bei den Halloween-Sachen. Ich guck mal, was wir da haben. Okay. So, hier drinnen vielleicht. Ah, doch, das sollte funktionieren. Dann noch was zum Zünden. Okay, prima. Also ich habe ein bisschen Equipment. Ja, hast du was gefunden? Vielleicht haben wir so Waffen, damit wir den Bankmitarbeiter drohen können? Nein, aber ich weiß, was es welche gibt. Okay, perfekt. Auf in den Waffenladen! Auf! Okay, Easy, ich gehe einfach mal alleine rein. Ich will nicht, dass wir zu viel Aufsehen erwecken. Bis gleich. Okay, ich stehe wache. Okay. Schönen guten Tag, Sir. Oh Gott, oh Mann, habe ich mich gerade erschrocken. Was kann ich für dich tun? Ich bräuchte 1-2 Waffen. Irgendwas, was Sie empfehlen könnten bei so einem Banküberfall vielleicht? Ja, Waffen haben wir viele. Für was meintest du nochmal, brauchst du die? Banküberfall, kleiner Raub. Selbstverteidigung, natürlich, Selbstverteidigung. Gerne, komm genau, Selbstverteidigung. Gut. Ah, so ein kleines Ding. Magst du eher kleines oder großes Kaliber, ha? Ich weiß nicht, was... Ich habe noch nicht so viel Schusswaffen-Erfahrung. Probier mal aus. Nimm mal die Hand und guck mal, wie es sich anfühlt. Fühlt sich an, wie sie es anfühlen soll, glaube ich. Super, dann würde ich 2 davon nehmen, bitte. Okay. Ich würde dir trotzdem noch eine automatische dazu empfehlen, ja? Eine automatische, einfach weil es einen größeren Einschüchterungsfaktor hat, oder? Kaliber, man kann schneller schießen, weißt du? Also das lohnt sich schon eher. Alles klar, nee, das klingt super. Dann eine davon auch noch. Ich sehe hier im Hintergrund, Führerschein ist wichtig, dass ich den vorzeige, weil ich habe gerade keinen Führerschein dabei. Das macht doch gar nichts. 1000 Euro macht das bitte. 1000 Euro, okay, kein Ding. Ich habe Geld dabei. Hier, bitteschön. Ah ja, danke sehr. Okay, sehr gut. Noch irgendwelche Fragen? Nee, danke. Ich glaube, das war's. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Sir. Dankeschön. Hat mich gefreut, mit dir Geschäfte zu machen. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, mich auch. Easy. Ach, hier steckst du. Du. Oh, hi. Ronja, ich habe ein paar Bücher gelesen über das Stehlen in Banken. Also ich glaube, ich bin jetzt echt bereit. Hast du die Waffen? Ja, klar. Hier habe ich einmal. Oh, kann ich bitte die andere haben, den großen Kaliber? Mit sowas will ich nicht schießen. Ja, na klar, warte. Die ist hier einmal in der Tasche drin, damit es nicht so viel Aufsehen erregt. Alles klar, dann nehme ich mir die mal kurz raus. Vielen Dank. Ja, sehr gut. Ich glaube, damit sollte das passen. Der Typ vom Waffenladen... Wow.
Ey, der war richtig komisch. Ich sag's dir. Ich glaube, dem ist es völlig egal, was wir hier vorhaben damit. Ich war auch nur so wie... Also mir reichen die Kleinen, aber der war so... Nein, nein, nimm noch eine automatische dazu. Damit hat er schon recht, Ronja. Okay, dann lass jetzt mal weiter. Okay. Wir müssen jetzt langsam mal einbrechen, bevor die noch schließen. Okay, du hast recht. Oder vor der Mittagspause oder so. So, hier ist die Bank. Mittagspause oder gerade zu Schluss ist am besten. Okay. Warte, der ist, glaube ich, hinten gerade drin, der Mitarbeiter. Okay, dann gehe ich schon mal hoch und lauf hoch. Ich nehme den Sprengstoff. Oh, warte, ja. Du kannst warte, hier ist der Sprengstoff. Okay, alles klar. Oh, hoppala. Fallen lassen. Hab ich gar kein Problem. Ich Dummerchen. Irgendwo eine Karte oder so. Oh, warte, ich hab sie. Ich gehe hoch, stehe die Höhe und schmiere. Ja, bis gleich. Okay, mach das. So, hier unten, vielleicht mit Automaten kann ich nochmal schauen, obwohl ich weiß leider überhaupt nicht, wie man die knackt. Vielleicht hätte ich dazu das Buch lesen sollen. Ich hoffe, das bei Easy klappt alles. Hey, das Verbrecherleben, das ist so stressig, ich weiß auch nicht. Schönen guten Tag. Oh. Hallo, was kann ich denn für dich tun? Hi, das ist ja super, dass Sie hier jetzt auch mal gekommen sind. Ich bin schon eine Weile da. Sekunde, erstmal bitte den Hut abnehmen. Wir sind hier in einer Bank, hier darfst du keinen Hut tragen. Was, wieso darf ich keinen Hut in der Bank tragen? Ich muss dich daran erinnern, dass wir eine Bank sind und wir müssen alle Leute, die hier reinkommen, überwachen können. Nee. Und mit dem Hut kann dich keiner erkennen, also nimm den bitte ab und zwar sofort. Das ist ein bisschen, ich habe Haarausfall und ich schäme mich dafür. Oh, Haarausfall, oh Gott, das ist ja schrecklich. Oh nein, weißt du was? Ich habe auch Haarausfall. Oh mein Gott. Ohne Perücke. Oh Gott, ich kann das komplett verstehen. Weißt du was? Behalt den Hut einfach auf. Ey, danke schön, super lieber. Es ist wirklich unangenehm, so in der Öffentlichkeit. Die Hälfte ist nicht mehr da. Ich mache eine Ausnahme. Also, du möchtest dein Konto eröffnen? Hast du deinen Führerschein dabei? Mein Führerschein. Ein Ausweis? Irgendwas? Alles habe ich gerade nicht dabei, nee. Also, kann ich trotzdem das Konto einfach auf meinen Namen eröffnen? Oh mein Gott! Oh, was war das denn gerade? Oh mein Gott. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall sollten Sie vielleicht hinten im Lager gucken, ob da noch alles... Oh Gott, ich glaube, er ist verletzt. Mir ist gar nicht gut. Vielleicht sind es die Dämpfe. Ich habe da jetzt keine Zeit, mich drum zu kümmern. Easy, schnell, wir müssen raus. Ronja, ich brauche deine Hilfe, komm. Ja, ich komme. Easy? Oh. Komm rein. Okay, du musst das Geld zu nehmen. Komm, schnell, nimm das Geld. Nimm die Geldkarte. Warte. Ja, ich habe das Geld, perfekt. Ich kann nicht so viel tragen. Okay, komm. Schnell, komm nicht vorne raus, da ist die Polizei. Oh, du hast recht. Hier rein, schnell, komm, beeilen. Kannst du das Fenster? Warte, bist du im Bett? Nee, lass doch schauen. Okay. Komm hier rein, wir müssen hier raus. Hier runter, schnell. Beeilung. Oh mein Gott, ich glaube, der Bankmitarbeiter ist verletzt, der da unten gearbeitet hat. Eigentlich war der voll nett. Das gehört dazu zum Verbrecherleben. Jetzt komm einfach. Vielleicht hat er sich nur erschreckt vor der Explosion. Ich glaube, da würde sich jeder erschrecken. Beeilung, hier müssen wir raus. Hier raus, zack. Der Ausgang. Komm, schnell. Warte, Tür auf. Okay, jetzt schnell hier durch. Und ich glaube, jetzt können wir hier ins Post Office. Hier raus. Ja, das sieht gut aus. Schnell weg. Okay, hier sind wir sicher. Haben wir alles? Hast du alles Geld? Ja, ich habe das ganze Geld. Hey, richtig gut, Ronja. Das hat so gut geklappt. Wir haben ihn abgelenkt, wir haben das Geld, du hast es explodiert. Richtig, richtig klasse. Fantastisch. Super. So, das ganze Geld bringen wir natürlich erstmal nach Hause. Langsam können wir uns vielleicht wirklich ein größeres oder ein bisschen sichereres Haus kaufen, weil mit diesen Holztoren, ich weiß ja nicht. Oh, warte mal. Das stimmt. Ich glaube, wir haben nochmal einen Brief bekommen, oder? Wieder Post, oder? Ja, es hat gerade... was mag das wohl sein? Ich schau mal nach. Oh ja, hier ist ein Brief drin. Toller Einbruch. Wir sind beeindruckt. Weiter so. Oh mein Gott, das ist von der Akademie. Wow. Die haben irgendwo überall so Aufnahmen oder sowas von uns gemacht. Scheinbar, aber voll cool. Hey, richtig klasse. Das läuft voll gut, das Verbrecherleben. Okay, was ist das nächste, wo wir einbrechen können? Ich habe überlegt auf dem Weg hierher, wie sieht's aus mit der Tankstelle? Tankstelle? Das ist auch eine gute Idee. Ja, die haben doch daneben auch diesen kleinen Markt jetzt von der Tankstelle. Und direkt da gegenüber ist das Autohaus. Und dann können wir uns direkt einen Fluchtwagen holen. Ja, lass es machen. Voll die gute Idee. Okay, warte, ich bring kurz das Geld rein. So, da wären wir. Hier ist die Tankstelle und da ist natürlich auch der kleine Tankstellenmarkt. Der sollte nicht so schwer auszurauben sein. Warte mal, da hinten bei der Autowäsche, da ist gerade die Besitzerin. Oh. Lass schnell einbrechen hier. Okay, lass schnell durch. Sekunde, warte, was machst du da? Was platzierst du? Ich dachte, wir klauen nur die Schokolade. Stimmt, du hast recht. Warte, wir müssen gar nichts kaputt machen. Ich glaube, das hat schon mal jemand aufgesprengt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott, das ist offen. Hä? Wir können einfach das Geld nehmen. Okay. Ja, nice. Ich hab's. Oh Gott, ich glaube, hier kommt gleich ein Alarm. Hier ist gesagt worden, der Lebensmittelmarkt wurde ausgeraubt. Das ist nicht gut. Willst du einen Alarm haben, Ronja? Nein.
Ich kann dir einen Alarm geben, wenn du einen Alarm willst. Wirst du was sprengen? Alarm! Alarm! Oh Gott! Ja, ich hole das restliche Geld. Schnell raus hier! Okay, perfekt. Da drüben ist ein Auto. So. Warte, du hast einen Fluchtwagen. Wo denn? Guck mal, das ist ein Sportwagen. Perfekt. Den nehme ich. Ich fahre. Setz dich auf den Beifahrersitz. Oh, okay. Auch in Ordnung. So, zack, zack, zack. Fahren wir hier immer weg. Das hat richtig gut geklappt. Let's go. Wir haben einfach den Lebensmittelmarkt ausgeraubt. Und hier wohne ich auch schon. Warte, vielleicht soll ich das Auto in die Garage fahren. Das ist ein bisschen auffällig. Hier, Garage, geh mal auf. Ah, kein Problem, ich mache für dich auf hier. Ah, perfekt. So, dann können wir den nämlich hier reinstellen, weil nicht, dass die den einfach vor dem Haus stehen sehen. Das wäre nicht so gut. Kannst du die Garage mal zumachen? Ah, perfekt. Zack, gar kein Problem. Richtig klasse, oh mein Gott, wir sind so gute Einbrecher mittlerweile. Wir haben den Lebensmittelmarkt ausgeraubt, wir haben die Bank ausgeraubt, wir haben den kleinen Tankstellenladen ausgeraubt, wir haben einen Fluchtwagen gestohlen. Ich glaube, es wird Zeit, Halloween-Kostüme wieder einzuräumen und... Es wird Zeit für den Ruhestand. Ich denke, wir haben genug Geld, oder? Wir können uns ein neues Haus kaufen, wenn wir das wollen. Ja. Jetzt haben wir ja die Kohle. Oh, es ist ganz angenehm, diesen blöden Hut nicht mehr aufzuhaben. Es wird langsam ein bisschen heiß, auch unter der Maske. Ich hatte nur so eine Skimaske auf. Endlich unendlich viel Essen. Oh mein Gott, stimmt. Wir haben ja Schokolade. Wir haben Eis, wir haben Cola und es hat schon wieder geklingelt. Wie oft kommt denn am Tag dieser Postbote, sag mal? Ich schau jetzt mal. Schon wieder. Ey, das ist sicher wieder von der Akademie, oder? So viel, wie die uns schreiben. Meinst du? Aber wir sind doch jetzt fast im Ruhestand. Herzlichen Glückwunsch zu eurem letzten Einbruch. Wir haben beobachtet, dass ihr euch wirklich gut schlagt. Oh mein Gott, das ist die Verbrecherakademie. Ihr seid nun vollwertige Mitglieder unserer Organisation. Glückwünsche! Oh, super! Let's go! Wir sind jetzt offiziell... Verbrecher hier in Brookhaven. Ich denke, da müssen wir uns keine Sorgen mehr um Geld machen in der Zukunft. Das stimmt. Das war's dann aber auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, schaut bei Easy vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao.